Hallo liebe Hauffans, wir sind heute hier bei Dieter Schuppan zum 80. Geburtstag. Er ist langjähriges Mitglied von unserem Verein und ehemaliger Abteilungsleiter im Bereich Badminton. Und jetzt gucken wir mal kurz rein zu ihm. Oh, das gibt's nicht. Komm rein, bitte. Bitte, hallo. Guck, Dieter, du hast Besuch. Ui. Hallo. 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 Wir wollten mal zum Geburtstag gratulieren. Ja, das ist schön. Aber herzlichen ganz Glückwunsch, nett. Alles Liebe. Danke. Viel Gesundheit. Danke. Und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Bitte, bitte. Oh, da freue ich mich aber. Nicht. Das wir haben noch was Kleines mitgebracht. Danke sehr. Nehmen Sie Platz und Sie. Auch von mir alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ja. Dankeschön. Und Gesundheit und auf die nächsten 80 Jahre. Ne? Das ist der Hänsel. Kommt rein, kommt. Kommt rein. So. Setzt euch hin. Der erste Gäste ist unser Sohn. Recht, das ist unser Sohn. Hallo. Hallo. Ich habe einen Darm angerufen und die haben auch gesagt, ich soll nicht verraten. Ja. Und, das ist ja auch. Überraschend weil du 80 gekommen. Bist und ich wusste ja nicht, ob du es so gehst. Weißt du, wenn man 80 Na. Wird, wird man älter. Wieder. Man wird zwar älter, man spürt es auch, dass man älter geworden ist, ja. Aber man ist trotzdem froh, dass man 80 Jahre schon über die Runden gebracht hat. Ne? Ja. Mit größere Teil liegt natürlich hinter einem, ne? Was vor einem liegt, kann nicht mehr so viel sein. Ja. Und Sie spielen noch aktiv in der Abteilung Badminton? Ja, na, aktiv will ich mal nicht sagen. Ich mache noch Training, ich spiele noch, aber nicht in der Mannschaft. Ich meine, mit 80 gehört sich so nicht mehr. Das wäre ja beleidigend für die Jugendlichen. Es fehlt natürlich jetzt einiges gegenüber dem alten Leistungsvermögen, was man noch gewohnt war. Aber es lässt natürlich in vielen Dingen nach. Und seit 58 bis jetzt ist es ja 19, kann man sagen, 51 Jahre spiele ich. 61 Jahre spiele ich jetzt fast Federball. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ich habe ja 2010 das Amt als Abteilungsleiter abgegeben, nachdem ich es 30 Jahre durchgeführt hatte. Und in der Zwischenzeit haben wir nur schon einen dritten Nachfolger. Also die halten alle nicht so lange durch, weil sie damit Arbeit sehen. Nicht bloß Sport, sondern eben auch Arbeit. Aber im Moment läuft es wieder. Wir haben wieder eine Mannschaft, die jetzt in Mirane 8-0 gewonnen hatte. Da waren sie ganz stolz. Es ist schon erstmal wichtig, dass überhaupt noch Punktspiele bestritten werden und damit auch der Verein, die Abteilung des Vereins. Wir sind ja ein gemeinsamer Verein, da sind wir auch sehr stolz drauf. Nee, haben wir eigentlich bisher nie bereut. Es gibt ja auch einige Badmintonabteilungen, die sich verselbstständigt haben, die eine unabhängige, eigenständige Abteilung sind. Dass wir im Verband des FC Erzgebirge verblieben sind, war eigentlich immer Gewinn für uns, muss ich auch sagen, bis zum heutigen Tag. Und so sind wir stolz drauf. Wir werden auch als FC Erzgebirge wahrgenommen. Wir nehmen ja auch an Turnieren teil, die weit über Sachsen hinausgehen. Und wenn es nur Einladungsturniere sind, aber man repräsentiert einen Verein. Und das funktioniert ganz gut. Reden manche mit Stolz, FC Erzgebirge, wo kommt die her? Ach, von Aue. Mhm. Die reden doch bloß über den Fußball. Reden die reden euch? Dann am Ende, fragen sie durch nach dem Fußball. Ja, das ist natürlich wesentlich erfolgreicher. Genau so. Ja. Was Fußball betrifft, freuen wir uns natürlich. Wir sind auch aktive Zuschauer, nicht regelmäßig, aber wenn sie es einrichten lassen, wir freuen uns über jeden Erfolg. Also wir sind da ziemlich patriotisch, will man sagen, in Aue leben. Da möchten wir schon auch für den Fußball sein, nebenbei auch noch für den Handball. Das ist ja eigentlich eine stolze Leistung für so eine kleine Stadt wie Aue, dass sie sowohl im Fußball als auch im Handball in der zweiten Bundesliga sind. Oh,